Ja, hallo. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wir sind ja bei dem großen Thema Angst- und Panikattacken immer noch und sind ja da im zweiten Bereich jetzt angekommen, warum Babys keine Angst vorm Fliegen haben. Und heute möchte ich euch ein bisschen was über die Polyvagaltheorie erzählen, über diesen neurowissenschaftlichen Teil. Ich hatte das ja schon mal kurz angesprochen, dass ich nochmal darauf zurückkomme und das mache ich heute. Es ist so, dass wir vom klassischen Sinn her kommend oder von der klassischen Erfahrung her kommend, zwei große Stränge haben. Es ist der sympathische und der parasympathische Nervenstrang oder Nervenstränge, könnte man so sagen. Davon habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Beim Sympathikus oder bei der Sympathikotonie geht es im Endeffekt darum, dass wir in diesen Kampf- oder Fluchtmodus geraten. Ja, das haben wir sehr viel gebraucht. Wenn wir angegriffen wurden, mussten wir kämpfen oder wegrennen, je nachdem. Und dafür ist der Sympathikus zuständig in unserem gesamten Körpersystem. Und dann gibt es den Parasympathikus und der Parasympathikus ist eher so zuständig für Verdauung, für Kuscheln, für Entspannung, für Sex. So diese ganzen, ich weiß, das sind wir auch manchmal aufgeregt, aber trotzdem, also für diese ganzen eher entspannteren Zustände, aber auch für den Todstellreflex. Es ist ja so, ihr habt drei große, ich nenne es jetzt mal Reflexe, ja, den Flucht, den Kampf und den Todstellreflex. Und das kommt daher, dass wir, also wenn man es entwicklungshistorisch betrachtet, kommt es daher, dass wir ja mal als Amphibien irgendwann angefangen haben. Und diese Amphibien, da kommen auch diese zwei Äste her, sage ich jetzt mal. Da ist es so gewesen, dass die entweder gekämpft haben, weggelaufen sind oder bei bestimmten Arten, die haben sie einfach totgestellt, weil manche anderen Tiere kein Aas zum Beispiel fressen oder keine toten Tiere. Die haben es aber auch teilweise gebraucht, um nachts ihren Stoffwechsel so weit runterzufahren, dass sie in diese Erstarrung gehen können, was wir heute ja teilweise noch kennen von Schlangen zum Beispiel. Und jetzt ist es, wenn man das entwicklungsgeschichtlich weiter betrachtet, so, dass aber wir von dieser Isolation, ja, die Amphibien haben ja nicht wirklich in Gruppen zusammengelebt und ihre Kinder behütet und sonst was, dass wir eher in diesen Säugetierbereich dann später und auch in den Verbundbereichen, in den Rotten, Sitten, Sippen, nicht Sitten, Sippen oder auch Rudeln oder wie auch immer gekommen sind. Und da haben wir auf einmal eine Kompetenz gebraucht, die wir vorher nicht hatten. Wir hatten vorher Kampf, Flucht und Todstellen. Und jetzt brauchten wir aber auch etwas, was Nähe, Zugewandtheit, Kommunikation oder Verbundenheit auf einmal ausdrückt. Und da ist es im Körper so gewesen, und es gibt einen Wissenschaftler, den Stephen Porges, der hat da 1994 eine große Veröffentlichung drüber gemacht, dass dieser parasympathische Zweig eigentlich aus zwei Zweigen besteht. Nämlich der Hauptnerv des Parasympathikus ist ja der Vagusnerv und danach hat der Stephen Porges auch seine Theorie benannt, nämlich die Polyvagaltheorie von Vagal-Vagus. Und er hat gesagt, es gibt nicht nur einen Vaguszweig, ja, sondern es gibt zwei. Es gibt den sogenannten ventralen, also den, der an der Körpervorderseite angesiedelt ist, und den dorsalen, der hinten angesiedelt ist. Und er hat praktisch herausgefunden, dass dieser vordere vagale Zweig dafür zuständig ist, für das, was ich schon gesagt hatte, Verbundenheit, Kommunikation, Sicherheit, sich aufgehoben fühlen, Teil einer Gemeinschaft sein. Das ist die Aktivierung dieses ventralen, also bauchseitigen Astes bedarf, um diese Gefühle leben zu können und zu haben. Und jetzt ist es so, wenn ihr könnt euch das wie so eine Leiter oder eine Stufe, Treppen vorstellen, wenn ihr in der vollkommenen Harmonie seid, in der Verbundenheit, in der Sicherheit, in der Liebe, dann ist dieser vordere vagale Ast aktiv. Und jetzt kommt irgendeine stressige Situation, ja, und in die Deb Dana, das ist eine amerikanische Therapeutin, hat das so ausgedrückt, wenn ihr euch in dieser stressigen Situation, wenn die auf einmal auf euch einstürmt, ja, oder ein
ein Ereignis, was euch schockt oder so, dann schaltet dieser vordere Ast ab und der Sympathikus tritt mehr in Aktion. Das heißt, ihr kämpft oder ihr flieht, ja, je nachdem, was es in dieser Situation braucht. Und wenn Kampf oder Flucht nicht die richtigen Konzepte sind für die Situation, in der ihr seid, ich nenne es jetzt einfach mal Konzepte, dann ist es so, dass sich der hintere Ast, das also auch der Sympathikus abschaltet und der hintere Ast vom Parasympathikus angeht. Das ist nämlich dieser Todstellreflex, dass ich einfach aufgebe. Ich bewege mich einfach nicht mehr, ich gebe auf. Und was heißt es für uns beim Thema Panik oder beim Thema Ängste, dass ich, wenn ich im Hinteren in diesem Todstellreflex bin, oh Gott, ich habe Angst, ich habe Panik, ich mache nichts mehr, ich kann mich nicht mehr bewegen, was wir ja ganz oft dann verspüren, dass wir eben nicht mehr in dieser Kommunikation, in dieser Sicherheit sind. Und jetzt ist eben die Frage, wie komme ich zurück von diesem Hinteren zu diesem Vorderen? Und dieses Rückwärtsgehen, ja, also dieses praktisch, ich bin jetzt in diesem Todstellreflex oder ich bin im Kampf- und Fluchtmodus. Wenn es auf Dauer ist, ist es unglaublich anstrengend fürs Immunsystem, weil das Immunsystem dann abschaltet, weil in einem Kampf- oder Fluchtmodus ist Immunsystem erstmal irrelevant, da geht es ums Überleben. Das heißt, Stresssituationen, wenn ich ein Traumata erlebt habe, die immer noch so zellulär in mir drin sind und stark auf mein Leben wirken, fährt das Immunsystem runter. Und was passiert, insbesondere in diesem Todstellreflex oder in diesem Ich gebe auf, ist, dass sich unsere Atmung extrem reduziert, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, ihr habt dann wieder dieses klassische, ich kriege keine Luft. Wenn ich keine Luft kriege, ist mein Leben bedroht, weil ich dann sterben kann. So von der Körperlogik her, von der Erfahrung, die der Körper hat. Meine Erfahrung dabei ist, neben natürlich anderen Sachen wie Traumata aufarbeiten oder schauen, wie kann ich mit solchen Situationen besser umgehen lernen. Oder es kann auch, wir hatten das vom Bewegungsapparat her was sein, ist es, als erster Schritt wieder zurückzukehren zur Atmung. Und zwar nicht dieses lange, tiefe irgendwie was, ich versuche mal so viel wie möglich reinzukriegen, sondern zu eurer natürlichen Atmung. Und das ist wirklich wesentlich, das ist eine gute Methode, um diese Stufen wieder nach unten zu gehen. Parasympathikus hinten, Sympathikus zurück zu eurem vorderen Vagusteil, der euch dann wieder in diese Sicherheit zurückbringt, in diese Verbundenheit zurückbringt. Mir ist es also ganz, ganz wichtig, dass ihr was mitnehmt hier draus, nämlich es gibt nicht nur Sympathikus und Parasympathikus und der eine macht Kampf und Flucht und der andere macht Todstell, sondern es gibt einen dritten. Und diesen dritten, diesen vorderen Vagusast, den gilt es wieder in die Aktion zu bringen oder anzuschalten. Sagt man in Therapeutenkreisen auch ganz oft. Also, dass der wieder in die Aktion geht, weil nur wenn ich hier vorne in Aktion bin, dann bin ich in der Sicherheit, in der Verbundenheit, in dieser absoluten Liebe, in diesem Kommunikativen, in diesem Austauschen. Und es ist natürlich so, ihr habt jeden Tag irgendwelche Situationen, die euch Treppe hoch, Treppe runter bringen. Ja? Aber wichtig ist mir, dass ihr nicht nur Treppe hoch geht, sondern immer auch wieder zurückkommen könnt. Und da, wie gesagt, ist zurückzukehren zu eurem natürlichen Atemrhythmus, zu eurem Atemrhythmus, ein ganz wesentlicher Punkt dabei. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ihr könnt darüber im Internet auch sehr viel nachlesen. Ihr könnt uns gerne im Verein kontaktieren, wenn ihr darüber mehr erfahren wollt. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Like gebt, wenn ihr den Kanal abonniert, um nichts mehr zu verpassen und wünsche euch noch einen schönen Tag.